liebe Mama, wenn du das immer bestellst. Hallo meine lieben Grundsüßen zurück und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise heute mal wieder einem Video von meiner Tochter Miley. Hast du dich gerade erschrocken? Miley hat sich nämlich bei Wish diesmal etwas aussuchen dürfen. Und so typisch Miley hat sie sich natürlich Prinzessinnenkleidchen ausgesucht. Und ich habe mir gerade Dino-Eier ausgesucht. Dino-Eier. Ja, aber Dino-Eier, das dürfen wir noch gar nicht verraten, weil das kommt in einem späteren Video. Wir müssen nämlich warten, bis sie nämlich noch ankommen. Denn die Miley hat sich nämlich nicht nur Prinzessinnenkleidchen ausgesucht für dieses Video, sondern auch noch Spielsachen von Wish, wo wir dann gemeinsam testen, ob die dann wirklich so gut sind, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber wer weiß, ne? Aber heute testen wir mal die Prinzessinnenkleidchen. Miley hat sich 3 Stück davon gleich ausgesucht. Wenn die wirklich so cool aussehen, wie die auf den Bildern, dann bestelle ich nur noch auf Wish für meine Kinder. Wollen wir mit dem ersten Kleid anfangen? Du darfst aussuchen, 1, 2 oder 3. Die 3. Die 3, das Gelbe? Ja. Ein Prinzessinnenkleid à la Belle von Die Schöne und das Biest. Das Kleid hat 19 Euro gekostet. Angeblich hat es mal 43 Euro gekostet, also extrem reduziert. Ob das aber wirklich so aussieht wie auf dem Bild, das werden wir jetzt rausfinden. Miley, bist du bereit für die erste Anprobe? Ja, aber das Kleid ist von... Das müssen wir überlegen kurz. Also Kamera weg, Papa macht die Kamera aus. Bei Umziehen wird nicht gefilmt. So, seid ihr bereit, meine Lieben? 3, 2, 1, tada! Es ist richtig schön. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Bist du glücklich? Ist das schön? Ja! Ich fürchte, wir müssen irgendwann mal so in den Kindergarten gehen, oder? Ja, ich fühle es auch. Bist du bereit fürs nächste Kleid? Ja! Okay, welches möchtest du jetzt haben? Das oder das? Das Anna-Kleid? Ja. Oh. Also, Elsa kennt ja wohl jeder. Ja. Und Miley hat sich natürlich das Kleid von Anna ausgesucht. Das Kleid von Anna hat nur 5 Euro gekostet, also noch günstiger. Und darauf bin ich jetzt richtig gespannt. Also, Papa, Kamera wieder aus. Wir ziehen uns um. So, meine Lieben, Kleid 2 ist an. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, tada! Let it go, let it go. Sturm zieht aus. Candy Backe von Nanny noch. Sehr gut. Du machst das sehr gut. Ja, du machst das sehr gut. Jetzt kommen wir zu dem dritten Kleid, denn das soll nämlich so hier aussehen. Und Leute, das hat nur 6 Euro gekostet. Zieh dich das bitte mal rein. Es hat nur 6 Euro gekostet. Miley, meinst du echt, das Kleid sieht so aus wie auf dem Bild? Ja. Nach den beiden letzten Kleidern würde ich das auch, glaube ich, denken. Also wir sind wirklich von den beiden Kleidern schon echt überzeugt. Das Geld hat sich 1000-fach gelohnt. Es hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, wir haben insgesamt 3 Wochen gewartet, bis alle 3 Kleider da waren. Für Wish ist es echt eine kurze Zeit. Und bevor ich jetzt weiter quatsche, Papa, mach wieder aus. Wir ziehen jetzt Nummer 3 Kleid an. Das ist Kleid Nummer 3. 3, 2, 1, tada! Ja, du, ich weiß, das hier magst du nicht so, ne? Wollen wir es abmachen? Obwohl das echt schön aussieht. Guck mal, man kann das auch einfach nur so umhängen. Es ist richtig süß eigentlich. Jetzt tanze ich wieder auf mein Bett. My darling. Also, drehen Sie sich noch einmal.
falsche Richtung, aber ist nicht so schlimm. Nochmal in die andere Richtung. So, was sagten Sie zu Ihrem neuen, wunderschönen Prinzessinnenkleid? Super! Natürlich kann man jetzt keine Spitzenqualität erwarten, aber zum Ersten, diese Kleider, die ich jetzt hier geholt habe, ich finde, oder ich glaube, die gibt es gar nicht in irgendwelchen Faschingsläden zu kaufen. Und für den Preis stimmt auch einfach die Qualität, finde ich. Und Mali, welches Kleid findest du am besten? Alle. Alle drei? Ja. Und welches wäre dein Lieblingskleid? Das Bellkleid, das Anna-Kleid oder die Eiskönigin, Winterkönigin? Das. Das hier ist wäre dein Lieblingskleid? Und hätte ich nicht gedacht. Aber ich finde es auch wirklich schön. Die anderen sind meine Halblieblingskleider. Meine Halblieblingskleider. Okay, meine Prinzessin, dann darfst du heute das Video beenden. Da ist die Kamera. Ich danke euch einfach. Das sind süß. Bis zum nächsten Mal, eure Prinzessin. Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.